Guten Morgen. Ich grüße den Ring der Kraft, ich grüße die aufgehende Sonne und alle, die sich regelmäßig verbinden mit der Schwingung der Woche, immer wieder mit der Frage, was ist die Frequenz dieser Woche? Wie ihr seht, ich bin wieder reingezogen ins Zimmer. Draußen wütet der Sturm und es regnet und ist sehr windig. Ich bin nicht im Steinkreis, sondern in Deutschland. Und ich möchte als erstes die Eingaben wiedergeben, die für mich heute Morgen in der Meditation kamen. Was steht an? Und es kam so, lasst die umgestaltende Kraft in euer Herz. Erlaubt dem Sturm, der mit euch ringt, dass er euch erfasst und an die Essenz eures Wesens trägt. Die eigene Wahrheitsfähigkeit kennenlernen, ihr Vertrauen lernen. Und indem du dies tust, verwandelt sich deine Umgebung. Zuhören lernen, Anteilnahme lernen. Mir kam heute Morgen sehr stark die Friedensgemeinschaft von San José de Apartado in Kolumbien. Und bei ihnen ist heute der Tag des großen Massakers, der Gedenktag. Und ich möchte sie grüßen und möchte ihnen danken für ihren mutigen und authentischen Weg. Und in diesem Sinne, lasst den inneren Frieden in uns auferstehen, wie die Sonne jeden Morgen neu aufersteht. Ja, und damit komme ich zu dem Archetypen, den wir heute im Steinkreis in Tamera vorstellen. Wir sind ja immer noch bei der Dimension der Himmelskräfte. Und heute ist der Archetyp der Stein, der für die Sonne steht. Dieses absolute Mysterium, die Sonne. Die einen sehen sie weiblich, die anderen sehen sie männlich. Großvater Sonne sprechen viele Indigene die Sonne an. Die Himmelsgöttin sagen andere. Und die es sich zu erlauben, sich vorzustellen, dass alles im Universum ich und auch diese Sonne eine Subjektkraft hat, mit der wir in Verbindung treten können, das ist immer wieder ein großes Abenteuer. Und für mich ist es eben immer wieder auch dieser Appell, geh deinen Weg wie die Sonne. Sie geht sehr präzise ihren Weg und sie ist da, ob Wolken am Himmel sind oder nicht. Lass dein inneres Licht scheinen. Finde diese Herzkraft im eigenen Innern. Und heute Morgen war mir auch sehr präsent, wie ich bei Indigenen in Peru gelernt habe, wie sie ihren Altar errichten. Und da ist im Grunde, das eigene Herz steht für die Kraft der Sonne. Und sie haben so viereckige Altartücher, wo sie ihre Altarbündel hineintun. Und das heißt Intivatana und das heißt die Sonne bündeln. Also im Grunde die Sonne in sich so tief bündeln, dass du mit deinem Licht in die tiefste Dunkelheit hineinleuchten kannst. Und was die Sonne unternimmt, wie sie bis in die tiefsten Schichten des Meeres hineinleuchtet, die Photonen, an Stellen, wo wir längst kein Licht mehr vermuten. Es ist ein wirkliches Mysterium, sich mit dem Wesen der Sonne zu verbinden und zu wissen, dass sie ein unendlicher Energiespender ist, der genügend Energie für uns alle zur Verfügung stellt, ohne dass wir die Erde ausbeuten müssten. In dem Sinn grüße ich auch alle Energieforscher, die sich so tief mit dem Licht der Sonne verbinden, vor allem unseren Freund Jürgen Kleinwächter, der seit vielen Jahren verbunden ist mit der Frage, wie können wir das Solarzeitalter, das Sonnenzeitalter wirklich in humaner Weise einleiten. Ja, in diesem Sinne noch vielleicht als letztes, wenn die Indigenen ihr Altarbündel schließen, dann dieses Tuch, dann sagen sie, der Himmel neigt sich unter die Erde lässt Berge wachsen, das Herz umarmt die Erde. Und die Kraft schützt das Herz. Und jedes Mal, wenn ich das in meinen Gebetsritualen vollziehe, gibt es mir so eine innere Kraft und Zentrierung. Und diese Zentriertheit, die wünsche ich uns allen für diese kommende Woche. Wir wissen, wie viel gerade im Innern und im Äußern aufgewirbelt wird. Und mögen wir auf diesem Weg zu der eigenen wahren Essenz finden, die immer Frieden kennt, egal was im Inneren gerade aufgewühlt ist. Mögen wir den Anker dort finden und feste
unser Herz verankern in dieser Kraft und von dort her leuchten lassen. Ich wünsche uns und euch eine gesegnete Woche. Yasin.